Fünf Tore im Spitzenspiel zwischen Bayern und Dortmund, einseitig verteilt. Wer hätte das gedacht? Wir sicher nicht. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den XBET-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Hallo, und ich habe ja ganz besonders daneben gelegen im Topspiel, habe gedacht, da geht was, wenn Bayern sich gegen Heidenheim so schwer tut, könnte doch Dortmund mit der richtigen Taktik vielleicht auch da was reißen. Dem war nicht so, die Fünferquote auf Dortmund ging nicht aus, dafür, wie du gerade gesagt hast, 5 Tore auf Seiten der Bayern, also die Zahl 5 hat zumindest gepasst. Der Pokal hatte seine eigenen Gesetze offensichtlich und jetzt schauen wir mal, ob vielleicht Dortmund nach diesem Spieltag wieder Tabellenerster wird. Also die Wette an sich war ja super. Ich meine, auf den Tabellenführer eine Fünferquote, why not, muss man fast nehmen. Also das war auch der Grund, warum man drauf gesetzt hat. Und das Heidenheim-Spiel fand ich ja eigentlich jetzt überhaupt gar nicht schlimm, weil wenn du Heidenheim 5 Tore reinwickst, dann kannst du das ja mit anderen Mannschaften auch machen. Und vor allem darf man ja nicht vergessen, dass die Bayern ja fast das ganze Spiel über zu 10 waren und dann in Unterzahl dann noch aufgedreht haben. Da müssen sie natürlich vorne aufmachen und dann noch zu viel Tore schießen. Also das war eher, also darf man nicht jetzt so negativ betrachten, war ja auch gute Werbung für die Bayern, aber für die Offensive zumindest, für die Defensive nicht so. Aber gut, gegen Dortmund hat alles gepasst, aber Dortmund war auch grottenschlecht, leider Gottes, und hat damit die Meisterschaft endgültig verspielt, Fragezeichen, auch wenn es nur noch 2 Punkte Unterschied sind. Schauen wir mal, ob es diese Woche besser läuft. Los geht's am Freitagabend mit dem Spiel Nürnberg gegen Schalke. Ganz genau, und hier gehe ich auf einen Sieg auf oder von für Schalke. Nürnberg jetzt zwar mit 2 Spielen ganz gut gepunktet in Folge, leider aus deren Sicht gegen Stuttgart nicht das 1:0 über die Runden gebracht, sondern nur 1:1, oder was heißt nur, sondern immerhin 1:1 in Stuttgart gespielt. Schalke verloren gegen Frankfurt und ich sehe da jetzt ein ähnliches Aufeinandertreffen wie Schalke in Hannover, dass da die Null lange gehalten wird, wahrscheinlich über 90 Minuten, und Schalke sich irgendwie 1:0 durchmuselt und dann ganz, ganz gut ausatmen oder durchatmen kann. Es ist ja auch eine neue Schalker Mannschaft unter Stevens und Büskens, die darf man nicht mit der Tedesco-Truppe vergleichen. Da stimmt es ja jetzt wieder in der Mannschaft eher, und auch vielleicht die Taktik ist eine bessere, zumindest in der Abwehr sattelfest. Klar, ein Tor gegen Frankfurt kann man immer kassieren in 90 Minuten und das zweite war in der 99. per Elfmeter, mein Gott, ja. Das ist halt Frankfurt, das ist ein Champions-League-Aspirant. Nürnberg hingegen nicht so die Firepower, auch wenn sie gegen Augsburg gewonnen haben. Grundsätzlich bei einer Quote von 2,25, muss man das durchziehen und auf Schalke gehen. Alles andere macht hier weniger Sinn. Von daher denke ich, wenn man hier den Schalke-Sieg festhält, macht man nicht so viel verkehrt. Kann man denn irgendwas verkehrt machen beim Spiel Bremen gegen Freiburg? Oh, ich glaube, da kannst du eigentlich nur verlieren, weil beide Mannschaften doch sehr, sehr viel Überraschungspotenzial haben und auch, ja, die Bremer natürlich die Mannschaft 2019 bisher sind mit einer tollen Serie, aber da kannst du bestimmt mehr erzählen. Ja, und zwar mit dem wichtigen Punkt gegen Gladbach sind sie dran geblieben am internationalen Geschäft, lassen da nicht locker, spielen jetzt leider im Pokal-Halbfinale gegen Bayern München, da hätte ich eher auf das Nordderby gegen Hamburg gefreut, das wäre echt cool gewesen, da gibt es ja einige DFB-Pokal-Duelle oder internationale Duelle auch, die man noch im Kopf hat. Hier denke ich aber, dass Bremen nach dem wirklich schwachen Freiburg-Auftritt von in Mainz letzte Woche auch gewinnen kann und an Platz 5-6 dran bleibt. Also ein 2:0 für Bremen, das haben sie bisher ganz gut gemacht in den letzten Wochen gegen etwas schwächere Teams da. Da müsste man aber fast auf Asian Handicap minus 1 gehen oder minus 1,5, damit die Bremer mit 2 Toren Vorsprung gewinnen. Denn die Siegquote von 1,56 ist natürlich gemessen an den vergangenen Spielen durchaus
angebracht. Vor allem die letzten drei, wenn man sieht, konnte Freiburg nicht gewinnen. Die Bremer hingegen nicht verlieren. Aber im Grunde, ja, das 1-1 gegen Gladbach hat auch schon gezeigt, dass die Bremer jetzt auch nicht so wirklich die Power-Truppe sind, die in die Champions League gehört oder so. Und die Freiburger können an guten Tagen, haben sie gegen Bayern einen Unentschieden, gegen Gladbach ebenfalls einen Unentschieden geholt. Die können auch an guten Tagen gegen Bremen einen Unentschieden holen, aber ob halt ein guter Tag ist, das bezweifle ich nach der 5-0-Klatsche gegen Mainz auch. Da sind die mit einer knappen Niederlage in Bremen schon gut bedient und zufrieden. Aber die Quoten geben das halt nicht her, deswegen würde ich da einfach nicht drauf wetten und andere Wettmöglichkeiten sehe ich hier jetzt auch nicht für allzu interessant. Deswegen von meiner Seite No Bet. Wenn du den Bremern Handicap zutraust, würde ich das hier in Klammern setzen. Ja, Asian Handicap minus 1. Ich glaube schon, dass Werder das gewinnt. Mm. Und dann gibt es halt bei einem Tor Vorsprung das Geld zurück. Ja gut, das ist eine Wette, auf die kann ich mich auch einlassen. Die Quote wird ungefähr bei 1,7, 1,8 sein geschätzt. Müsste man dann nachschauen, wird hier nicht angezeigt. Leipzig-Wolfsburg, das ist doch mal eine interessante Nummer ums internationale Geschäft. Die Wölfe vor dem Abstieg gerettet, jetzt auf Platz 6 und 3 Punkte hinter Gladbach. Mit was? Mit Recht vielleicht sogar, denn 3-1 Hannover abgefieselt, das ist natürlich, ja, kann man schon mal machen, haben die Dortmund-Niederlage kompensiert überhaupt. Die letzten drei Spiele der Dortmunder, der Wolfsburger, da nehme ich auch das Spiel gegen Dortmund dazu, echt sehenswert nach der Klatsche gegen Bayern. Aber auch Leipzig, die sind da, wo sie sind, definitiv an der richtigen Position. Nach Dortmund und Bayern die drittstärkste Kraft im deutschen Fußball. Aufgrund der starken Defensive auch, also nur 22 Gegentore. Und von daher auch in diesem Spiel zu Hause gegen die Wölfe favorisiert. Aber auch hier gefällt mir die 1,53er-Quote auf die Leipziger nicht. Da werden die Wölfe schlechter gemacht, als sie sind. Aber die Leipziger ja, werden das schon irgendwie gewinnen oder zumindest nicht verlieren. Daher fehlt mir hier irgendwie auch der Zugriff. Ja. Würdest du auf Wolfsburg plus 1 setzen? Nee, eher Leipzig minus 1, weil die jetzt auch wissen, dass sie sich den dritten Platz sichern können. Das ist auch ganz interessant. Ich kann mich noch erinnern, wie Leipzig, Gladbach da beide gleich auch gewesen sind. Aber Gladbach ist jetzt eine ganz andere Nummer, die sind da ein bisschen weiter weg. Spannend wird für Leipzig zu sehen sein, kann Dortmund sich vom Schock erholen und spielt weiterhin die Meisterschaft mit? Oder haben sie jetzt vielleicht in den letzten 6 Spielen noch 2-3 Hänger? Denn wenn es diese 2-3 Hänger gibt, dann kann da Leipzig schon die Lücke vielleicht füllen. Also es sind ja auch nur noch 3 Siege Unterschied. Also, ich sehe hier ein potenzielles Unentschieden, definitiv, aber würde eher Richtung Leipzig gehen. Und wenn Leipzig gewinnt, dann hat die minus 1 auch hier, finde ich, Potenzial. Mm, ja, also muss man ja dann. Minus 1 für eine 1,98-Quote, why not? Mm. Was ich noch sagen wollte, die Heimdefensive der Leipziger mit 8 Gegentoren, die stärkste der Liga, und die Wölfe kommen als Fünfter in der Auswärtstabelle, natürlich als auswärtsstarkes Team, würde vielleicht wirklich dann eher für tendenziell eher Unentschieden sprechen, aber ich habe es jetzt hier auch mal eingetragen, die Leipziger müssen das reißen mit einer 1,98er, nicht 1,96er Quote. Bei Hannover-Gladbach müssen die Gladbacher das endlich mal wieder gebacken kriegen, oder schafft Hannover vielleicht noch jetzt einen Run in den letzten Spielen, nachdem sie endlich die Bremse Horst Held rausgeworfen haben? Lag's an dem? Ja. Bestimmt nicht, aber was ist bei Gladbach los? Also die haben jetzt den neuen Trainer, glaube ich, für die neue Saison, Marco Rose, übernimmt das Ruder nächstes Jahr. Ich sehe hier irgendwie einen Hannover-Sieg. Tut mir leid. Also weiß nicht, ob Gladbach jetzt wirklich den Negativ-Trend umkehren kann. Soweit ich weiß, gewinnen sie immer in Hannover. Ich glaube, dass die, keine Ahnung, mega viele Spiele der letzten mega vielen Spielen gewonnen haben in Hannover. Von daher würde da ein weiterer Sieg dafür sprechen. Aber irgendwie, du hast gerade gesagt, die Bremse Horst Held ist draußen.
warum sollte dann nicht Hannover der kleine Kuh gelingen? Ja, mei, weil es halt Hannover ist und die immer verlieren, wenn man zumindest die letzten Spiele hier anschaut. Ich mache das jetzt von den Quoten ein bisschen abhängig auch, weil ein Sieg der Gladbacher 1-5-6 ist natürlich extrem schlecht für die zuletzt auch alles anderen als überzeugenden Gladbacher. Da muss man dann aufs Asian Handicap schauen. Hannover plus 1 bei 1,88, es ist halt Hannover. Bei Hannover plus 2 hätte ich gesagt, okay, geben wir ihnen eine Chance, aber bei plus 1 ist es zu wenig. Und von daher diese beiden Wetten nicht besonders attraktiv. Überhaupt alles andere als ein Unentschieden hier. Mehr kann ich hier nicht irgendwie attraktiv finden und auf Unentschieden setze ich jetzt hier auch nicht. Von daher hast du dir jetzt wahrscheinlich den Hannover-Sieg zum Gamblen rausgesucht. Oder Gladbach gewinnt nicht, hätte auch Value vielleicht dann für dich mit einer Double Chance 2,4. Lass uns das machen, ja? 1x at 2,4. Die Wette habe ich mir auch gerade aufgeschrieben. Das ist momentan eine meine zweite Favoritenwette bisher. Mal schauen, ob VfB die auch noch bis zum Ende schafft. VfB gegen Leverkusen. 9. gegen 16. Ja, mei. Stuttgart hat das 6-Punkte-Spiel gegen Nürnberg nicht gewonnen und Leverkusen hat jetzt auch nicht unbedingt überzeugt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die letzten drei Spiele nicht gewonnen sogar. Ja, und gegen Tore und Maske fressen. Ja, gegen Leipzig waren sie sogar 3-1 vorne. Dann aber gab es den Videobeweis und am Ende heißt es halt 2-4. Was willst du machen, ne? Also, hier könnte man auf einen Unentschieden setzen. Man könnte auf einen Stuttgart-Sieg oder Leverkusen-Sieg setzen. Leverkusen scheint genauso wie letztes Jahr zum Ende der Saison einfach nicht mehr liefern zu können. Und Stuttgart ist unter Druck. Von daher spricht vielleicht viel Stuttgart-Handicap plus 1. Könnte eine interessante Wette sein bei den Quoten, die der Heimsieg gibt. Ansonsten gefällt mir hier keine Wette. Gut, da muss man schon sehr optimistisch sein, da auf den Stuttgarter Sieg zu gehen. Grundsätzlich muss man eigentlich auf Leverkusen gehen bei einer Quote von 1,7. Aber drei Niederlagen in Folge, ja, ist das schon wieder der Bosch-Downswing, der nie aufhört, dass der Bosch dann einfach nicht mehr gewinnt. 11 Gegentore in den letzten drei Spielen, die Leverkusener, das ist schon auch krass. Aber ich denke, sie haben auch zwei Tore geschossen gegen die Leipziger, die ja, wie schon erwähnt, eine der besten Defensiven haben. Deswegen gehe ich jetzt hier wirklich davon aus, dass Leverkusen wieder in die Spur zurückfindet und zurückfinden muss. Und dafür ist die Quote von 1,72 gerade noch okay. Und ja, Leverkusen-Freunde können natürlich auf Asian Handicap minus 0,75 gehen. Bin ich jetzt nicht. Von daher reicht mir halt die Babyquote auch schon. Ich habe es jetzt hier mal festgehalten. Und dann schauen wir, was die Dortmunder nach ihrer Klatsche gegen die Bayern machen können, gegen die Mainzer, die ja ihrerseits auch mit 5-0 geklatscht haben am letzten Spieltag. Stimmt wohl. Und mehr als eine, wie Woche für Woche eigentlich mittlerweile, hoffe ich auch hier auf den Dortmunder Sieg. So richtig optimistisch bin ich leider nicht. Ich denke zwar, dass die gewinnen, ganz klar, weil es geht gegen Mainz und sie müssen das gewinnen, aber sie haben schon einige Aussetzer gehabt. Und auch bei den Siegen, die sie erreicht haben, sei es in Berlin, sei es gegen Wolfsburg, sei es gegen Stuttgart, das ist eigentlich immer erst am Ende. Also gut, Kondition scheinen sie zu haben und sie glauben auch an sich und stürmen weiter. Allerdings hätten sie da vielleicht nicht das kleine Quäntchen Glück erzwungen, könnte die Tabellensituation ganz anders aussehen. Und dafür ist die Quote von 1,25 natürlich auch irgendwie ein Schmarrn. Um da, also das kannst du auch nicht irgendwie ein Kombi oder so mit reinnehmen. Gefährliche Sache, ich hoffe, dass die Meisterschaft standbannen bleibt. Und vielleicht Dortmund dank Friedhelm Funkel wieder gleichziehen kann. Wieso dank Friedhelm Funkel? Weil der Bayern-Punkte abluchst, da schaust du jetzt zu weit in die Zukunft. Denn wir sind ja jetzt noch hier. Also ja, Spekulanten würden drauf gehen, dass Asian Handicap Mainz 1,5 oder so
bei einer Elferquote. Aber leider haben die Mainzer ja auswärts die letzten 5 Spiele verloren. Aber ich bin auch kein Freund von so Trends, denn die können ja nicht alle verlieren. Und die Dortmunder, die beste Heimmannschaft, noch kein Spiel zu Hause verloren. Natürlich geht man da davon aus, dass Dortmund das Spiel gewinnt. Hat nur bei 1,25 wenig Spaß. Dass es kein Value hat, würde ich nicht mal sagen, denn du bist ja in der NBA so ein Spezialist. Du sagst, wenn du dir 99% sicher bist, dann hat auch eine Quote von 1,2 Value. Macht ja Sinn. Aber in dem Fall bin ich mir nicht 99% oder hier in dem Fall 80% sicher, dass Dortmund das gewinnt. Und daher ist es eigentlich einfach eine No-Bet. Mhm. Weil Dortmund... Ja, nach dieser Klatsche in München müssen sie zurückschlagen. Ich denke, es ist auch realistisch, dass sie zurückschlagen. Aber da muss man mit Handicap spielen. Und ja, dann ist es schon wieder sehr, sehr spekulativ. Hoffenheim gegen Hertha. Da könnte man vielleicht, wenn die Quote einigermaßen passt, konkretere Aussagen treffen. Oder wie siehst du das? Aber die Quote passt leider gar nicht. Nee, also von dem Spiel lasse ich auch ganz klar die Finger. No bet für mich. Die Quote auf Hoffenheim passt nicht. Hertha tippe ich jetzt auch nicht auswärts so gerne. Halbzeit unentschieden könnte man sich hier wieder überlegen. Hatte gut geklappt, ja. Hat letzte Woche bei Hertha gegen Düsseldorf hätte es geklappt und bei Hoffenheim-Leverkusen 2 Wochen davor. Von daher spielen jetzt diese beiden Teams. Könnte man sich überlegen. Allerdings no bet bei dem Spiel für mich und ich tippe auf einen Hoffenheim-Sieg, was einfach der Tabellenkonstellation und der Kadertiefe geschuldet ist. Halbzeit X mit 2,62. Oh, Schleichwerbung wollte ich jetzt hier eigentlich nicht. Da sind die Quoten, da kommen die Quoten her. Das Halbzeit X mit 2,6 ist schon relativ gut von der Quote her, aber ich finde fast den Halbzeitsieg von Hoffenheim in der Quote von 1,95 besser. Also die Hertha ist ja eine gute Halbzeitmannschaft, das habe ich letzte Woche schon gesagt, aber dann waren sie, die sind halt auch in einer schlechten Verfassung und die Hoffenheimer sind gut drauf und spielen zu Hause, deswegen würde ich hier auf eine 1 zur Halbzeit gehen mit einer Quote von 1,95 und du zur Halbzeit auf eine auf ein X mit einer attraktiveren Quote, oder? Ja, 2,6. Dann dein angesprochener Friedhelm Funkel gegen die Bayern im Hinspiel. Eine Sensation fast schon, dass die Düsseldorfer in München 3:3 gespielt haben. Gelingt ihnen nochmal so eine Sensation jetzt zu Hause gegen die Bayern? Ja, und zwar gelang ihnen das ja nicht nur gegen Bayern, sondern letztendlich auch gegen Dortmund. Und ich glaube, Düsseldorf, ich meine, die haben jetzt, glaube ich, schon echt nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Jetzt gewinnen sie sogar noch in Berlin. Und die sind für die geht es auch einfach nur noch um Spaß haben und wahrscheinlich die geilste Saison überhaupt zu spielen. Und ich gönne den Jungs das. Und ich glaube, die haben auch richtig Bock, die Bayern zu ärgern. Und ich kann mir vorstellen, da geht was. Und da wird was gehen. Ja, aber jetzt nicht in Sachen Sieg, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, leider sieht man jetzt hier auch nicht die Quoten für andere Dinge. Ach, schade. War 1x, ist natürlich auch hier mein Tipp oder so. Nee, also wenn dann halt Asian Handicap wieder mit plus 2 oder so, ja, auf Düsseldorf, das hätte das in der Tat Sinn. Noch irgendwie was, worauf ich mich einlassen würde. Ich glaube aber, hier rappelt es halt gewaltig. Die Bayern werden 2-3 Tore schießen. Düsseldorf ist auch gut für 2 Tore. Von daher eine Wette auf über 3,5 Tore würde ich hier mal in den Raum stellen. Die Quoten muss man dann leider noch nachschauen, weil die hier jetzt auch nicht angezeigt werden. Dann haben wir noch interessant an. Frankfurt gegen Augsburg. Oh Mann, ja. Setzen die Frankfurter ihren Höhenflug fort und knacken vielleicht dann sogar noch die Leipziger. Und können die Augsburger nach dem Rauswurf des kompletten Trainerstabs, inklusive des Co-Trainers, des ambitionierten Trainernachfolgers Jens Lehmann. Normal wird da der Co-Trainer immer dann der Trainer oder oft. Aber die haben halt gesagt, was? Jens Lehmann? Im Ernst?
hier deine Kündigung, bevor wir den zum Trainer machen. Ja, also ich glaube auch nicht, da kommt halt, oder da ist ja mit Frankfurt einfach ein zu dickes Brett zu bohren, dass die Augsburger erstmal froh sein können, wenn sie nicht verlieren. Aber ja, vielleicht hat der Trainerwechsel zum Unentschieden-König Martin Schmidt hier auch die ersten positiven Effekte. Deswegen Augsburg plus 1,25, wenn man an die Augsburger glaubt. Ich tue es nicht. Und ich glaube an Frankfurt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Augsburg irgendwie die Qualität im Kader dann mal für Punkte gut ist. Auf der anderen Seite wird es halt auch nicht unbedingt heller am Ende des Tunnels für Augsburg, sondern das Gegenteil eher. Und Frankfurt hat die Euphorie, Frankfurt hat Bock, international zu spielen nächstes Jahr. Und die können sich mit einer fantastischen Saison, ich meine nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Euroleague, vielleicht sogar mit der Champions League Qualifikation belohnen. Mhm. Und von daher tippe ich hier auch auf einen Frankfurter Sieg. Mhm. Die Quote mit 1,45 auch entsprechend. Wir zeichnen dieses Video auf. Es ist nicht live, falls ihr das denkt. Deswegen war das Spiel der Frankfurter gegen Benfica auch noch nicht. Wird vielleicht auch eine Rolle spielen, wie die in Lissabon spielen. Vor allem, ja, wie viel sie sich da reinhängen oder wie viele Kräfte sie da hinterlassen. Also ich kann mir vorstellen, die Augsburger nutzen da die Chance. Ich wette grundsätzlich gerne auf Augsburg und jetzt mit neuem Trainer traue ich ihnen hier auch ein Unentschieden zu. Du nicht, ja. Du sagst eher die Frankfurter, ja. Asian Handicap minus 1, oder? Ja, also ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, dass das, was du gerade eben angesprochen hast, aufgrund des Spiels in Lissabon, dass Augsburg plus 1,25 die beste Wette ist. Weil die würde bedeuten, dass Frankfurt trotzdem gewinnen kann und die Wette nicht verloren ist. Mhm. Oder vielleicht unentschieden. Oder ja, so. Wenn die mit einem Tor Vorsprung gewinnen, bekommt man die Hälfte des Gewinnes. Also da muss man den Einsatz mal 4,15 rechnen, also die Hälfte von den 83. Und dann ja, macht man zumindest noch Gewinn sogar. Ja. Wenn Frankfurt mit zwei Toren Vorsprung gewinnt, kann natürlich immer passieren, aber wie gesagt, aufgrund des Lissabon-Spiels und der hoffentlichen Reaktion der Augsburger keine schlechte Wette. Gut, dann geht's zu den Picks. Du hast ja schon deine Gedanken gemacht nebenbei. Ja. Dann lass es mich mal wissen. Schalke für 2,25, reiner Sieg. Mhm. Dann mache ich jetzt mal wirklich Hannover 1x. Für eine 2,4. Mhm. Und Düsseldorf plus 1,5 für eine Quote von 2,3. Oho, gegen die Bayern wohlgemerkt. Und ich habe mir noch rausgesucht beim Leipzig-Spiel ein Over 2,5 gegen die Wölfe. Bei einer Quote von 1,66, langweilig, aber ich muss auch mal wieder hier an meinen Kontostand denken. Und dann hat mir echt gut gefallen, die über 3,5 bei den Düsseldorfern mit einer unbekannten Quote, ich schätze mal von 1,75 oder so. Warte, ich sage es dir sofort, vielleicht kannst du noch einen kurzen, mehr als 3,5 Tore hat eine 1,9. Nur Düsseldorf? Nee, ich meine jetzt insgesamt im gesamten Spiel über 3,5. Ja. Über 3,5, 1,9. Okay, das hört sich attraktiv an. Dann auf ein torreiches Wochenende und hinterlasst gerne eure Tipps in den Kommentaren und lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET.